Ja, nach einigen Jahren des Haarausfalls, an denen ich mich regelmäßig gestört habe, Geheimratsecken wurden immer größer, habe ich mich letztendlich entschlossen, eine Haartransplantation durchführen zu lassen. Aus dem Freundeskreis, von der Familie kam immer, Geheimratsecken sind gar nicht so schlimm, passt doch alles. Ja, ich habe mich jeden Morgen selber dran gestört, abends immer, wenn ich in den Spiegel geschaut habe, habe es auf jedem Foto gesehen. Gut, was macht man in solchen Fällen? Ich habe mich im Internet schlau gemacht, habe Freunde gefragt und bin letztendlich zu dem Entschluss gekommen, dass eine Haartransplantation in der Türkei sehr erfolgreich sein wird. Habe im Internet die Klinik von Dr. Balvi gefunden, Eletea, und habe alles Weitere geklärt über WhatsApp, über das Telefon, habe den ersten Kontakt hergestellt, habe mir einen Beratungstermin zustellen lassen. Ja, es hat alles wunderbar geklappt. Wir haben uns wunderbar abgestimmt. Ein Angebot, ein ganz unverbindliches Angebot, kam sehr schnell. Innerhalb von einem Tag war es, glaube ich, da. Per WhatsApp und auch per Mail. Ich habe es mir angeschaut. Sah alles sehr gut aus. Nun zum Verlauf der Reise. Ich kam am Flughafen Istanbul an. Die Flüge habe ich übrigens selber gebucht. Über Turkish Airlines waren auch sehr günstig zu haben. Ja, ich wurde sehr nett empfangen von dem jungen Herrn am Flughafen. Meine Freundin habe ich auch mitgebracht. Wir haben als erstes was zu trinken angeboten gekriegt. Die Koffer wurden uns abgenommen. Sehr komfortabler Service. Wir wurden trotz Verspätung unseres Flugs direkt zum Wagen gebracht, der auf uns gewartet hat. Ein sehr großes Auto, ein angenehmes Auto, klimatisiert. Wir wurden direkt in die Klinik gefahren. Die Blutabnahme ging sehr schnell. Danach hat man uns weitergebracht zum Hotel, wo wir unser Abendessen einnehmen konnten, wo wir noch im Spa-Bereich relaxen konnten. Ja, am nächsten Tag wurden wir ebenfalls wieder abgeholt, zur Klinik gefahren. Der Eingriff fand statt. Von einer sehr kompetenten Dolmetscherin wurde mir auf Deutsch alles, was Dr. Balvi erzählt hat, übersetzt. Es wurde alles nach den eigenen Vorstellungen gemacht. Die Haarlinie wurde nach eigenen Vorstellungen gezogen. Es wurde alles nochmal bis ins feinste Detail geklärt. Ich war sehr nervös. Alle Ängste wurden mir von Dr. Balvi genommen, von der Dolmetscherin genommen. Es hat alles einen sehr kompetenten Eindruck gemacht. Ja, dann ging die OP los. Die Spritzen, muss ich sagen, habe ich gar nicht gemerkt. Durch die Druckspritzen, wohl eine neue Technologie von Eletea, war der Bereich direkt betäubt. Man hat so gut wie gar nichts gemerkt. Die Spritzen mit, ich glaube, Kochsalzlösung ist es, die nachher gegeben worden sind, hat man auch gar nicht gemerkt. Ich habe, wie gesagt, keine Schmerzen gehabt. Die Entnahme lief problemlos. Wenn ich was zu trinken haben wollte, habe ich es zu trinken bekommen. Zu essen gab es zwischendrin auch. Also es war wirklich ein rundum gelungener, guter Service. Ja, das, was man jetzt nach einem Tag nach der Operation sieht, sieht erstmal sehr gut aus. Auch die Nachsorge war sehr gut, das Erklären von der Haarwäsche, das gesamte Dolmetscherteam, was einem permanent zur Verfügung stand, alles sehr zufriedenstellend, und ich kann eine Haartransplantation bei Eletea nur empfehlen.